Hi und willkommen zurück zu unserem Typhoon Live Shopping. Ich bin heute wieder mit der lieben Nadine am Start. Hallo. Ihr kennt mich vielleicht noch aus dem letzten Mal, vom letzten Typhoon Live Shopping, von dem Thema Prints and Stripes. Ja, ich bin die Jolina, arbeite bei uns im Fotostudio im Bereich Styling. Und die Nadine, die ist auch da. Genau, ich bin für die Fashion PR zuständig von Typhoon. Und wir haben heute auch ein super cooles Thema für euch, und zwar Everyday Glam. Mega cool. Ja, und was zeigen wir denn? Wir zeigen euch drei coole Key Pieces und zeigen euch dann nochmal jeweils drei Looks dazu. Genau, mal ein bisschen anders kombiniert. Ja. Ja, wir freuen uns. Und natürlich haben wir heute auch wieder einen Code für euch. Ja. Mit Typhoon 10 kriegt ihr heute 10% bis 23.59 Uhr. Also schlagt auf jeden Fall zu. Genau. Und sollen wir dann direkt schon mal mit den ersten Key Pieces starten? Genau. Wir haben heute wieder die liebe Luisa bei uns und sieht schon wieder mega aus. Hi Luisa. Dieses Schön, Mal, dass du wieder dabei bist. Genau. Ne? Hat dieses Mal diesen coolen Zebra-Anzug an. Den kennt ihr vielleicht noch aus dem letzten Live-Shopping. Den hattest du doch an, oder? Genau, den hatte ich an. Ich finde, hier sieht man aber auch ganz gut, dass es auch in verschiedenen Größen geht. Ne? Also ich meine, du bist auch ein bisschen kleiner als Luisa. Mhm. Und ich finde, das harmoniert und matcht einfach super. Egal bei welcher Größe. Man kann es super cool kombinieren mit einem höheren Schuh, aber auch mit einem Sneaker. Kann ich mir das richtig gut vorstellen. Und Zebra-Print ist ja aktuell wirklich ein aktueller Trend. Super in. Und auch gerade diese Hose, die so weit geschnitten ist, die so luftig geschnitten ist, gerade einfach. Das ist mega modern und ich liebe die auch total. Also eine andere Hosenform trage ich persönlich auch gar nicht mehr, wenn ich so eine Hose trage, außer weit. Ich finde auch, unser Keypiece Blazer lässt sich auf jeden Fall auch vielseitig kombinieren. Jetzt sehen wir es ja super in dem All-Over-Look. Wir sind mal gespannt, was die Luisa gleich noch zu zeigen hat, oder? Genau. Vielen lieben Dank. Der Blazer ist auch einfach super knitterarm. Also man braucht gar keine Angst haben, mit dem sich hinzusetzen oder dass irgendwas knittert, wenn man sich mal ins Auto setzt. Ja, finde ich auch mal super wichtig. Ja. Weil ich finde, es gibt ja auch immer ein gutes Gefühl, wenn alles perfekt sitzt und wenn man immer gut aussieht. Zu welchem Anlass würdest du denn so einen Hosenanzug anziehen, Jolina? Ich trage persönlich so einen Hosenanzug auch zur Arbeit voll gerne. Ich auch, tatsächlich. Mit dem Sneaker, also dann nicht mit dem hohen Schuh, das ist mir ein bisschen zu anstrengend, aber mit dem Sneaker ist immer top. Ich finde auch, kann man super einfach up und down stylen. Ja, absolut. Also einfach mal auch ein T-Shirt drunter, vielleicht ein lässiges schwarzes T-Shirt, den Blazer gar nicht zuknöpfen, sondern offen lassen. Und so laufe ich dann zur Arbeit. Ja, voll gut. Ich würde es tatsächlich auch irgendwie zu so einer Feier anziehen, entweder Familienfeier oder es kommen ja also auch hoffentlich ganz bald wieder die ganzen festlichen Feiern, Firmenfeiern. Kann ich mir auch sehr gut vorstellen, so wie Luisa das getragen hat. Vielleicht noch eine schöne schwarze Klatschtasche dazu. Ja, oder auch einfach nur der Blazer. Der geht natürlich auch immer. Auf jeden Fall braucht gar nicht unbedingt die Hose. Es reicht auch immer der Blazer. Damit hat man, glaube ich, schon genug gesagt, wenn man den anhat. Das stimmt. Das reicht schon für den Wow-Effekt. Wir haben auch noch ein weiteres Piece im Zebra-Look, was auch super ist. Genau, und zwar ist es einfach auch so ein ganz einfacher Jersey-Shirt. Ja, super angenehm. Ja, es schmiegt sich dann immer ganz schön den Körper an. Ich mag es auch ganz gerne, den V-Ausschnitt. Ja, ich auch total. Ich finde, das ist dann auch immer ganz schön, wenn man den Blazer dann zusammengeknöpft hat. Dann fällt das auch immer ganz schön in den Ausschnitt rein. Mag ich auch immer sehr, sehr gerne. Aber wir kommen gleich nochmal zu dem Shirt. Ja. Das seht ihr nämlich gleich auch nochmal angezogen, auf jeden Fall. So, Luisa steht schon wieder in den Startlöchern mit dem nächsten Look. Und zwar haben wir diesen coolen Blazer jetzt mal ein bisschen anders gestylt. Mit einer Jeans, wie ihr sehen könnt, und Sockboots und einem Rolli drunter. Genauso geht's auch. Also mal ein bisschen, also trotzdem lässig, auf natürlich durch die Denim. Super lässig, schick. Aber auch trotzdem wieder schick durch den Schuh. Auf jeden Fall. Ich mag es auch sehr gerne, dass das Schwarz nochmal aufgegriffen ist durch Shirt und Schuh. Und auf jeden Fall Hingucker der Blazer. Ja, total. Also der sticht einem direkt ins Auge. Auf jeden Fall. Und trotzdem finde ich, ist es so ein dezenter Eyecatcher. Ja. Dadurch, dass man natürlich jetzt eher mit der Jeans ein bisschen lässiger unterwegs ist, fällt der Blazer doch schon immer sehr gut auf. Mag ich sehr, sehr gerne. Die Jeans ist auch einfach mega cool. Ja, würde ich auch oft auf jeden Fall so tragen. Ja, mit dem Umschlag unten, also super lässig, gerade geschnitten, coole Länge. Was will man mehr, ne? Auf jeden Fall. Fällt dir noch irgendwie was Cooles zu diesem Look ein? Ja, der Rolli, der ist so ein bisschen auch noch speziell. Der hat noch einen Rüschenkragen, auch mal ein bisschen was anderes. Aber ihr könnt natürlich jeden Rolli drunter tragen oder auch vielleicht
tatsächlich einen aus Mesh, wäre vielleicht auch gar nicht schlecht. Ja, so ein bisschen transparenten, cool. Ja. Transparenten Rolli. Ja. Und wenn man es vielleicht dann noch ein bisschen schicker haben möchte, kann man tatsächlich auch so einen Spitzentopf, wie ich es heute habe, ja, genau, drunter anziehen. Zeigt man auch noch ein bisschen Dekolleté, finde ich auch immer ganz schön. Genau. Super. Vielen lieben Dank, danke dir, Luisa. Voll gut. Wir gehen ja jetzt auch schon wieder auf die etwas kältere Jahreszeit über. Und ich finde, da darf so ein Mantel nicht fehlen, oder? Nee. Also, der darf nicht fehlen. Ich finde, so einen schwarzen oder auch so einen Camel-Ton mag ich super, ja, gerne. Ich finde den auch richtig schön. Ich mag den. Wir hatten auch in dem letzten Live den schwarzen euch gezeigt, auch angezogen. Ja. Soll ich den mal überschmeißen, ja, Nadine? Ja, sehr, sehr gerne. So, ziehe ich den mal drüber hier, dann seht ihr den auch mal angezogen. Toll. Richtig lässig. Ja. Da steht der sehr gut. Ich mag es auch mal, wenn man das dann immer noch so ein bisschen hochschaut. Ich glaube, ich schulter mir den auch noch mal. Ja. Ich glaube, das finde ich sogar noch lässiger, Nadine. Moment. Helf mir noch einmal Platz bitte. Machen. Helf mir noch einmal bitte. Ich glaube, das bin, voilà, das wäre mehr ich. Ja, wenn er, wow, einfach noch so ein bisschen lässiger drüber hängt. Sehr cool. Ich finde den auch in Schwarz cool, wenn ich den jetzt drüber hätte. So ein bisschen mehr Farbe. Ja, das stimmt. Hier Ton sieht man wieder an dem Ärmel, an dem, dass der Mantel auch handgemacht, mhm, ist. Handmade. Ja, super leicht. Hat auch einen Wollanteil drin. Genau, super leicht und so, auch ganz interessant verarbeitet an den Kanten. Finde ich, ist auf jeden Fall der perfekte Begleiter für die Übergangszeit. Ja, total. Finde ich auch super spannend. So, ich hänge den mal wieder auf. Genau, super. Wie gesagt, gibt es ja auch dann in Schwarz. Mag ich auch ganz gerne. Und ihr habt auch wieder eine Tasche, natürlich, auf beiden Seiten, um alles zu verstauen. Ein Handy, alles passt rein. Und das ist echt so ein Piece, das kann jeder gebrauchen. Ist so ein, ja, finde ich auch so ein Fashion-Must-Have. So ein Must-Have einfach, definitiv, genau. Da bin ich ganz bei dir. So. Ja, cool. Da kommt schon unser letzter Look mit dem Keypiece Blazer. Ja, Luisa trägt dieses Mal, das ist ein Kurzarm, also ein Polunder drunter. Mal mit Strick, ein bisschen derberer Strick, ja, nicht der Rolli wieder, sondern jetzt mal ein bisschen grober gestrickt, auch richtig cool. Mag ich auch super gerne. Kann man super drunter tragen. Ja, ein bisschen Struktur reinbringen und es hat auch immer so einen herbstlichen Faktor schon, finde ich. Aber man sieht natürlich, der Blazer geht auch wieder drüber. Super, ja. Schon wieder macht es einfach cool. Ist ein Eyecatcher, also schwarzes Outfit und einfach den Blazer drüber schmeißen. Eine super Sache. Und ich mag tatsächlich auch die Form der Hose. Es ist halt so auch lässiger geschnitten und trotzdem geht die am Bein ein bisschen enger zu. Geht auch super wieder mit einem Sockboot. Finde ich richtig cool. Ja, und ich finde auch, das ist auch so ein Outfit, das kann man auch mal zur Arbeit tragen. Ja. Die Hose ist auch super bequem, weil da ist auch ein Stretchanteil drin. Die ist so ein bisschen aus Jersey. Ich würde tatsächlich, ja, auch zur Arbeit noch einen Sneaker dazu, ja, anziehen. Ja, das würde ich auch machen. Ich bin ein kleiner Sneaker-Fan. Würde ich auch. Genau. Muss ich mich outen. Aber es ist auf jeden Fall aber auch zur Herbst-Winterzeit, Bootszeit, liebe ich natürlich auch richtig gerne. Vielen lieben Dank, Luisa. Ja, das waren schon unsere drei coole Styles mit dem Keypiece Blazer. Schreibt, ja, uns doch mal gerne in die Kommentare, was euer Favorit war. Was war denn dein Lieblingslook von den dreien? Ich muss sagen, ich liebe ja die Hose total, die Zebrahose und den Zebra-Blazer. Deswegen, ja, das ist mein absoluter Favorite. Und ich hatte genau das ja auch so letztes Mal beim Live-Shopping an. Also, da schlägt mein Herz höher. Den finde ich wirklich richtig cool, den Look. Ja, Jeans geht auch, haben wir alles gesehen, Jeans, ne? Ja, ist halt immer ein super lässiger Look. Mag ich auch sehr gerne. Ich bin tatsächlich auch bei den All-Over-Look. Ja. Aber ganz dicht gefolgt von dem Jeans-Look finde ich auch immer super cool. Und mir fällt auch gerade noch was ein. Wir hatten ja euch eben einmal diesen ganz coolen Jersey-Pullover gezeigt hier, weil die liebe Luisa hat ja gerade so einen coolen Polunder getragen. Mhm. Und wenn man das Muster einfach nochmal aufgreifen möchte von diesem Anzug, kann man auch einfach den drunter ziehen. Auf jeden Fall. Unter einen Polunder, auch super cool, wenn der Ärmel so ein bisschen rausblitzt, gerne hochschieben oder auch einfach gerne langärmlich tragen. Ja, finde ich auch eine super Idee. Ist auch nochmal, es peppt das Outfit einfach nochmal auf. Ja, finde ich, mag ich auch sehr gerne. Kommen wir auch schon zu unserem nächsten Keypiece. Haben wir, ja, beide tatsächlich an, ja, oder? Haben wir beide an. Ja, unsere Lederhosen. Ich finde es richtig cool. Das ist ein Herbstpiece, was auf jeden Fall nicht fehlen darf. Mhm. Genau, ich habe heute meine Lederhose mit einem lässigen Cardigan oder mit so einer Weste kombiniert. Auch mit einem Top noch drunter, weil ich finde es auch immer ganz schön, wenn man halt auch noch mal ein bisschen was Kurzärmiges anhat
Und was ich mir auch super gut vorstellen kann, ist auf jeden Fall, dass man zum Beispiel den Cardigan auch nochmal mit einem Gürtel schließt. Ja, ist eine gute Idee. Nochmal vielleicht einen Rollkragenpullover drunter und dann würde ich schon einen derben Boot noch dazu tragen. Ja. Aber heute dachte ich mir zum Glam-Look, finde ich, total. Auch den Schuh ganz passend dazu. Aber ich muss sagen, ich bin ja noch ein bisschen lässiger gestylt, ja, oder? Ja, absolut. Mit dem Sneaker. Absolut. Also genau, ich habe mir heute mal gedacht, dass ich einfach den Sneaker dazu anziehe. Mhm. Und keinen hohen Schuh habe, weil ich finde, es ist auch einfach so ein Outfit, mit dem kann man einfach rausgehen und auch zur Arbeit. Damit kann man, glaube ich, alles machen. Das auf jeden Fall. Schauen wir mal, was Luisa mit der Lederhose kombiniert hat. Genau, jetzt sehen wir nochmal unser Keypiece Lederhose mit Kombination mit dem Zebra-Blazer. Finde ich auch super. Ja. Schwarz-Weiß geht immer. Lederhose geht auch immer. Geht auch immer, auf jeden Fall. Ja. Finde ich super. Ich mag es auch, wieder mit einem offenen Schuh, hat schon wieder so einen gewissen Glam-Faktor, finde ich. Ja, vor allem auch Lederhose, finde ich, gerade in der Herbstzeit, ist einfach cool. Ist ein Must-have im Kleiderschrank. Ja, hier seht ihr auch nochmal den Polunder drunter, über den ich gerade nochmal gesprochen habe. Jetzt wieder mit dem Blazer, sieht auch wieder mega cool aus. Ja. Hey. Anderer Schuh geht natürlich auch immer. Auf jeden Fall. Da geht auch wieder ein Sneaker zu, natürlich. Aber wir haben uns wieder für die Sandalette entschieden, um es einfach noch mal ein bisschen schicker zu machen. Ja. Vielen lieben Dank, Luisa. Apropos Glam-Faktor, würdest du denn auch so Glam-Pieces schon im Alltag tragen? Ja, also ich bin wirklich ein großer Fan von diesem Trend dieses Jahres. Und zwar Paillette im Alltag nennt sich das ja. Mhm, und ich finde es einfach mega. Man sieht ja auch bei unseren Teilen, dass dieser helle Streifen einfach so eine Paillette eingearbeitet hat. Ja. Und ich kann ja auch nochmal die Jacke anziehen. Ja, ist eine gute Idee. Ich schmeiß mir die auch nochmal drüber hier, damit ihr nochmal das Set auch seht. Momentchen. Momentchen. So. So, jetzt sind wir im Partnerlook fast, ne? Ja. Da könnt ihr euch dann überlegen, wie ihr das teilen wollt. Ja, ich finde es aber auch, man sieht super, dass man halt das doch auch nochmal ein bisschen glamouröser stylen kann mit einem offenen Schuh und dann auch noch mit einem Spitzentop. Und trotzdem finde ich, dein Look sehe ich auch total auf einer Firmenfeier. Ich finde es auch mega cool. Finde ich richtig gut. Und diese Hose, die lässt sich ja auch mit jeder anderen austauschen. Das auf jeden Fall. Ja, ich hänge den mal wieder auf hier. Und tatsächlich steht auch schon wieder Luisa bereit. So. Oh, Luisa hat einen neuen Strickpullover an. All black. Und grob gestrickt. Geht immer. Mit einem coolen Kragen, einem coolen Ausschnitt. Ja. Finde ich richtig cool. Wie fühlst du dich, Luisa? Ist der schön weich? Ja, super. Ja, der ist aus Baumwolle. 100%. Und was ich immer ganz schön finde, ist auf jeden Fall auch nochmal so die andere Form von dem Ausschnitt. Es hat ja so einen Tropfenscharme, finde ich. Ja. Und dass man so einen. Genau. Und auch nochmal ganz süß mit dem Detail, mit dem Knopf. Genau. Finde ich auch richtig schön. Ist ja nochmal ein super Fachbegriff auch, ne? Tropfenausschnitt. Ja, finde ich auch super schön, auch mit den Kragen. Und natürlich wieder mit der Lederhose. Auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Luisa. Ja, ich glaube, das waren auch schon unsere drei Keypieces. Ja. Oder drei Looks. Drei Looks, genau. Wir haben noch ein Keypiece für euch. Mhm. Und ich glaube, also ich finde es, glaube ich, echt am coolsten. Okay. Also das ist am glamourösesten einfach. Ja, das stimmt. Natürlich. Oder? Da gebe ich dir vollkommen recht, auf jeden Fall. Ja, wir möchten es jetzt noch nicht vorwegnehmen. Nein. Wir warten, bis Luisa kommt, aber wir versprechen euch ganz viel Glamour auf jeden Fall. Absolut, 100% Glamour. Ja. Den man aber auch super im Alltag integrieren darf oder kann. Und das ist uns auf jeden Fall super wichtig. Dass also man das Piece muss ich mir auch auf jeden Fall anschaffen selber. Ja, ich auch. Weil ich glaube, das ist echt so, Nadine, so das Ticket für jede Veranstaltung, oder? Ja, doch, du sagst das. So die Jacke, die jetzt gleich kommt. Also richtig, wir schön. Sind schon ganz gespannt. Ja. Vielleicht kannst du ja noch mal sagen, was von den Keypiece-Lederhose, was war da denn dein Favorite-Look? Ich muss, glaube ich, echt sagen, den ich anhabe. Ja? Ja, also ich liebe diesen Ringelstrick. Ja, finde ich einfach cool. Schön. Erinnert mich auch ein bisschen an diesen Marine-Style immer. Ja, ist natürlich auch irgendwie ein zeitlos, das ist auch irgendwie, finde ich, ein super Fashion-Must-Have und auch irgendwie schon ein Stück Basic, finde ich, weil Streifen gehen auch immer, oder? Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare schreiben, was jetzt euer Favorite Look war von denen, die wir euch bis jetzt gezeigt haben. Ja, ob's. Achso, nee. Warte mal. Ihr könnt euch
Ihr könnt uns jetzt ja mal in die Kommentare schreiben, was denn euer Favorite Piece bis jetzt war. Wir würden uns richtig freuen und ja, sind schon ganz gespannt, was ihr so reinschreibt. Und wenn ihr euren Favorite Piece schon gefunden habt, dann shoppt gerne mit dem Code Typhoon10. Auf jeden Fall. Aber nur heute. So, und wir freuen uns total, das letzte Keypiece an Luisa zu zeigen. Die erste Styling-Variation. Also, wow. Mega. Sieht so, so schön aus. Steht dir super, Luisa. Ich lieb's. Also diese Jacke, die ist echt richtig cool, ne? Ja. Und wo wir schon wieder beim Thema Alltag sind, ich muss sagen, ich sehe diesen Cardigan, klar, jetzt auch in der festiven Zeit, aber ich kann mir den auch super vorstellen, so in der Spätsommerzeit. Es waren doch jetzt auch so viele Festivals. Kann ich auch super sehen. Also ich sehe ihn super in so einem Surrounding. So ein bisschen Coachella vibes vielleicht sogar, ne? Ja, auf jeden Fall. Ja. Doch, richtig schön. Da hast du recht. Der ist auch so semi-transparent, tatsächlich so ein bisschen aus Mesh und hat ganz viele Paillettenfransen. Jetzt sieht man das auch nochmal dann, wenn näher dran gefilmt wird. Also mega cool. Ich erinnere mich auch ganz gerne immer daran, dass uns gesagt worden ist, dass die Pailletten wie Eyelashes aussehen. Oh. Und ich finde, das trifft es auch eigentlich ganz gut. Ja, das stimmt. Das könnten auch so Wimpern sein. Ja. Das auf jeden Fall. Und All Black drunter geht natürlich auch immer. Ne? Ist eine, auf jeden Fall eine sichere Option. Und ich finde trotzdem, es ist ein Hingucker, aber trotzdem so ein dezenter Hingucker, dass man sagt so, man wird nicht von Glitzer erschlagen, oder? Genau. Ja. Da kann man auch wieder alles andere kombinieren. Eine Strickpullover, eine Strickrolli. Absolut. Ja, danke Vielen dir, Luisa. Danke, Luisa. Ja, du hast nicht zu viel versprochen, würde ich sagen. Ja. Ich finde die Jacke auch wirklich richtig cool mit diesem halben Arm. Ja, finde ich auch richtig cool. Da hat man gar nichts Schönes irgendwann in den Händen, sondern der Ärmel endet einfach am Ellbogen. Ja, finde ich auch richtig gut. Wo wir schon beim Thema Anlass sind, wo würdest du denn den Cardigan noch anziehen? So Festival finde ich eigentlich schon mal ganz cool. Natürlich die ganzen festlichen Anlässe, Partys. Also ich glaube, damit ist man halt überall ein Hingucker. Ja. Ob ich den jetzt auf der Arbeit trage, was ich persönlich auch machen würde. Ich würde es auch definitiv. Also ein bisschen Glam im Büro ist auch immer gut, ne? Ich kann mir zum Beispiel auch ganz gut vorstellen mit einem hohen Stiefel. Ja, total. Ich glaube, ich fände auch mega dazu, einfach eine kurze Lederhose drunter und einen hohen Stiefel. Finde ich auch richtig, richtig gut. Wenn man einfach so trotzdem noch was drüber hängen hat. Ja. So ein bisschen Kimono-Style vielleicht auch. Ne? Finde ich richtig schön. Ist eine gute Idee. Ja, da sieht man auch einfach, dass man Pailletten super in den Alltag integrieren kann. Genau. Sei es jetzt so wie bei uns, dass man sagt, so, okay, es ist halt doch eher so in den Stoff eingearbeitet oder total draufgesetzt wie beim Kimono. Ja, wir haben auch noch ein ganz cooles Piece hier an der Stange. Nämlich ein bisschen Glam, eine glänzende Weste. Ich zieh die auch mal drüber. Ja. Du hast heute ein gutes Outfit an, genau. Um einfach mal alles, drüber zu ziehen. Die hat jetzt zwar keine Pailletten an sich, aber die scheint auch schön. Ja. Die hat auch einen schönen, sagt man das, Glow? Ja, das trifft es ganz gut, definitiv. Okay, so. Sehr, sehr cool. Ja, und dann habt ihr hier wieder den Tunnelzug. Da könnt ihr natürlich die ganze Jacke auch schön eng einfach machen. Ein bisschen mehr Silhouette einfach zu zeigen. Ja, dass man den Fokus auf die Taille setzt, finde ich. Wieder Druckknöpfe, geht immer. Ja, und ist natürlich auch ein super Piece für die Übergangszeit. Ne? Und finde ich auch mega cool mit der Lederjacke, mit der Lederhose tatsächlich. Finde ich auch eine sehr, sehr gute Kombination. Sieht sehr ähnlich aus, aber trotzdem eine andere Fabric. Auf jeden Fall. So, dann hängen wir die mal auf. Und kommen auch schon zu dem nächsten Piece. Mal schauen. Genau, zurück zu unserer Fransen-Pailletten. Jacke. Das ist der nächste Look. Richtig cool. Wir holen die noch mal ein bisschen in den Vordergrund hier, die Jacke. Ein richtiger Hingucker. Ja. Wow. Mit dem Stiefel. Ja, genauso wie wir es eben gesagt haben. Ja, ne? Genau, mit einem höheren Stiefel. Nur keine Lederhose, sondern ein cooler Rock, der auch so ein Lurex-Faden oder auf so, jeden Fall. So ein bisschen auch, Glitter drin hat. Genau, wollte gerade sagen, es matcht ja auch ganz gut. Hier ist auch ein bisschen Gold mit drin. Im Kimono wurde auch mit Gold gearbeitet. Es matcht richtig gut. Und ich finde es ganz schön, dass man jetzt auch mal dass es nicht halt so ein All-Black-Look ist, sondern dass da auf jeden Fall auch noch mal unterm Kimono ein bisschen Farbe bzw. das Gold aufgegriffen ist. Und wir haben auch zu dem Rock ein richtig cooles Set. Das findet man bestimmt auch bei uns im Online-Shop. Ich finde auch, das gibt so ein bisschen Also so edle Vibes, weil es einfach so Bouclé, so ein bisschen Chanel-Vibes vielleicht sogar. Das trifft ganz gut. Richtig cool. Richtig. Ja, also der Rock, der geht auch immer. Wieder mit dem schwarzen Top einfach oder Shirt.
Und das ist natürlich schon sehr festlich gestylt, wenn man es ein bisschen derber mag. Ich sage immer wieder, der derbe Boot darf da dabei nicht fehlen, ja, oder? Das sehe ich genauso. Aber man kann es dann auf jeden Fall auch mit einer Strumpfhose dann super kombinieren. Wenn man sagt, oh, mir ist es vielleicht doch noch ein bisschen zu nackt an den Beinen, einfach eine Strumpfhose drunter und noch ein derbe Boot immer drauf. Genau. Mag ich sehr, sehr gerne. Oder auch, wenn es einfach ein bisschen kälter ist. Genau. Geht das ja auch. Ja. Das auf jeden Fall. Vielen lieben Dank, Luisa. Steht dir sehr gut, der Look. Ja, man kommt dann doch irgendwie schon so in diese... Man möchte ja den Alltag ja oder den Glitzer schon in den Alltag bringen, aber ich freue mich auch schon so sehr auf die Zeit. Ja, ich auch Herbst, total. Winter und mag es dann auch einfach schon vor Ort so ein bisschen den Glam reinzubringen. Ich fieber auch schon total mit. Also ich freue mich wirklich, mehr Schichten wieder anziehen zu können. Ja. Einfach ein bisschen mehr Style auch reinzubringen. Genau. Ein Schal. Absolut. Vor allem keine Grenzen gesetzt. Ich finde, den Kimono, den wir ja auch gerade gesehen haben, kann man auch super mit unserem Keypiece kombinieren, oder? Ja, natürlich. Also, ich finde, es bringt dann auch nochmal so einen gewissen Glam rein, Leder. Ich mag super auch gerne, wenn man Strukturen mixt. Ich auch. Ich finde das auch cool, auch verschiedene Waren zu mixen, ja, tatsächlich. Einfach diese Meshjacke mit diesem Leder ist auch nochmal richtig, ja, cool. Oder auch mit Strick kombiniert. Super gut. Ja, genau, das finde ich auch immer super. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Mhm. Und bin schon ganz gespannt, was jetzt auch als letzter Look kommt. Ja, da mixen wir jetzt tatsächlich keine Fabrics, weil es ist jetzt all over Glitzer und Glam. Mhm. Aber das Beste kommt ja auch zum Schluss, wie ja, man natürlich so schön sagt. Ja. Da freue ich mich auf jeden Fall schon ganz doll drauf. Ja, ich bin... Ganz tolles Teil auf jeden Fall, ne? Doch. Wir freuen uns richtig. So, da kommt die Luisa auch schon. Wow. Oh, wenn ich das schon sehe. Wow. Also, mehr Glitzer geht ja gar nicht. Nee, ich lieb's wirklich. Ich auch. Es steht dir so gut. Ich meine, unseren Keypiece, den Kimono, den kennt ihr jetzt von den zwei beiden vorherigen Looks. Magst du den vielleicht mal ausziehen? Oh ja. Weil da drunter verbirgt sich das Glitzerkleid. Wow. Mit den Pailletten. Also, wie ihr wieder seht, es ist auch... hier der Mesh-Arm wieder zu sehen, so semi-transparent. Ja. Richtig cool. Und ja, das Kleid hat natürlich ein Futter, das man auch nicht durchsieht. Mhm. Aber also ich liebe das Kleid total. Finde ich auch das sehr. Das ist wirklich die Option zu dem Kimono. Ja. Also eins von beiden muss sein. Ich habe ja gesagt, das Beste kommt zum Schluss. Genau. Nee, aber auch mit den Sockboots finde ich super schön. Ich mag den Look gerne. Dazu geht natürlich auch wieder der hohe Stiefel. Klar. Ne? Aber wir sind einfach auch ein Fan von einem Sockboot. Auf jeden Fall. Ich finde, man kann aber auch super wieder mit Strumpfhose oder auch sogar mit einer Lederhose drunter arbeiten. Wenn man sagt so, okay, ich möchte doch nicht so viel Bein zeigen, geht natürlich auch super. Und ich muss auch sagen, vielleicht ist sogar ein Rolli darunter noch möglich. Wenn es so ein bisschen kälter ist, dass man einfach noch mal wirklich so einen kleinen Kragen hat. Ja, das stimmt. Wäre vielleicht doch noch ganz cool. Vielen lieben Dank, Luisa. Darf ich dir den Kimono so mitgeben? Dankeschön. Danke dir. Ja. So ja, viele Nadine. Glamour-Looks. Welcher war denn jetzt dein Favorite-Look? Ich glaube tatsächlich der letzte. Ich auch. Ich glaube es auch. Hat mich total umgehauen, sah toll aus und jetzt bin ich richtig in Stimmung gekommen. Ja. Selber wieder Glamour in den Alltag zu bringen. Total. Ich auch. Und aber ich trage auch schon Paillettenhose im Alltag. Ja, ich auch tatsächlich. Ich mag es auch gerne. Ja. Super. Wir haben noch unseren Typhoon-Code für euch. Mhm. Magst du den mal ja, sagen? Ja, klar. Typhoon 10 und der gilt nur heute, also schlag zu. Bis 23.59 Uhr. Genau. Seid schnell. Und dann wünschen wir euch mal wieder happy Shopping und hoffentlich bis ganz bald. Und wir würden sagen, time to shine. Auf Wiedersehen. Ne? Das stimmt. Bis zum nächsten Mal. Ja, wir sehen uns. Macht's gut. Bis ciao. Bis zum nächsten Mal.